Verehrte Ehrengäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, das meiste hat Frau Sommerer jetzt eigentlich schon gesagt, aber ich wiederhole ein bisschen was davon. Ich darf Sie meinerseits ganz herzlich begrüßen und mich bedanken, dass Sie mit uns gemeinsam zurückschauen auf die letzten 50 Jahre unserer Hochschulgeschichte und dass Sie gekommen sind an einem Sonntagnachmittag, was ja nicht der Standardtermin unbedingt ist für solche Veranstaltungen. Wir wollen dieses Jubiläum gemeinsam feiern mit dem heutigen Festakt und anschließend Empfang, wozu Sie herzlich eingeladen sind, als Auftakt sowie in einer ganzen Festwoche mit Konzerten, Wortbeiträgen und einem Tag der offenen Tür am kommenden Samstag. Im Namen der Hochschulleitung darf ich noch ganz herzlich einige Ehrengäste begrüßen. Allen voran Amtschef des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst, Dr. Rolf-Dieter Jung, der, muss ich ausdrücklich erwähnen, trotz konkurrierender Termine sich entschieden hat, heute zu uns zu kommen und die Festrede zu halten. Ganz herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Jung. Weiterhin begrüße ich unseren Oberbürgermeister Christian Schuchert, der gleichfalls ein Grußwort sprechen wird. Und ich denke, dass Ihre Anwesenheit, Herr Schuchert, wieder mal ein Zeichen ist für die enge Verbundenheit zwischen unserer Hochschule und der Stadt Würzburg, der Stadtgemeinschaft überhaupt. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich bin, glaube ich, eher dafür bekannt, dass ich selektiv begrüße, aber heute würde ich doch gerne eine größere Reihe von Ehrengästen namentlich erwähnen und schlage als kleine Regieanweisung vor, dass ich das immer in Gruppen zusammenfasse und Sie dann den betreffenden Applaus spenden, einfach aus Gründen der Zeit. Zunächst aus der Politik, Herr Bundestagsabgeordneter Paul Lehrieder, Landtagsabgeordnete Patrick Friedl, Volkmar Halbleib und Herr Lendner, ganz herzlich willkommen. Vertreter der Stadt, des Landkreises und des Bezirks, ich begrüße ganz herzlich Frau Judith Jörg, dritte Bürgermeisterin von Würzburg, Herrn Erwin Dotzel, Bezirkstagspräsident, Herrn Waldemar Bröhm, stellvertretenden Landrat, Herrn Achim Könnecke, Kulturreferent der Stadt Würzburg, Herrn Altbürgermeister Dr. Bauer und Herrn Stadtrat Wolfgang Roth. Ich begrüße die Vertreter der Kirchen, allen voran Exzellenz Dr. Jung, Bischof von Würzburg, Dr. Wenrichs Lenschka, Dekan im Dekanat Würzburg, Dr. Friedhelm Hoffmann, Bischof Emeritus von Würzburg, Domkapitular und Hochschulreferent Dr. Gabel und Pfarrer Jürgen Reichel aus unserer Nachbarschaft Kirche St. Johannes. In der nächsten Gruppe würde ich in etwas bunterer Zusammenstellung sozusagen Vertreter unserer Partner begrüßen. Zunächst Frau Professor Dr. Anja Schlömer-Kemper von der Universität Würzburg, dort Vizepräsidentin von der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Professor Gertrud Nolte, Herrn Johannes Engels, den Vorsitzenden der Musikalischen Akademie und der Bach-Gesellschaft, Herrn Dr. Berthold Warnecke, Operndirektor im Staatstheater Würzburg, Herrn Jörg Meissner, Leiter des Museums für Franken, Herrn Jochen Schönleber im Vorstand der Sparkasse Mainfranken, Herrn Domkapellmeister Rüth und Herrn Dr. Holger Saurenbach von unserem Partner im Exzellenzzentrum Würzburg, Matthias Grünewald Gymnasium, sowie Herrn Dr. Gunther Schunk von der Vogel Stiftung. Herzlich willkommen. Auch Mitglieder unseres Hochschulrats sind hier. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Ich erwähne die, die auf unserer Ehrenliste sich angemeldet hatten. Herrn Professor Dr. Dr. Christoph Reiners, den Vorsitzenden, Frau Dr. Marlene Lauter und Herrn Thomas Rietschel. Gleichfalls herzlich willkommen. Und schließlich
begrüße ich Ehren-Altpräsidenten und Alumni, die Altpräsidenten Professor Dr. Dieter Kirsch, die Frau Professor Silke Thoramatis und Herrn Professor Helmut Erb, eine ehemalige Kollegin, die quasi als Alumna der Professoren hier stellvertretend genannt wird, Frau Professor Barbara Schlick, Sopranistin und Kammersängerin. Und ich begrüße weiterhin von unseren Alumni aus den Studierendenkreisen die Kammersängerin Katharina Ligenza und Herrn Professor Alexander Schimpf, derzeit an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Herzlich willkommen. Schließlich noch eine kleine Entschuldigung, die ich ausdrücklich anführen soll. Die Ehrengäste haben ja ein Vorabprogramm erhalten und da stand auch als Sprecherin Frau Professor Dr. Susanne Rode-Breimann dabei, die aktuelle Vorsitzende der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen. Sie muss sich leider entschuldigen, weil sie ihrerseits ein 50-jähriges Jubiläum hat und gleichzeitig die Vorsitzende eben dieser Konferenz ist und aus diesem Grunde einfach es zeitlich nicht mehr auf die Reihe gebracht hat, das alles unter einen Hut zu bringen. Sie hatte vorzukommen, wollte dann ein Grußwort schicken, ein Video, Grußbotschaft. Und jetzt ist es eben ein Grußwort im Programmheft geworden. Ich habe das mit ihr vor wenigen Tagen bei der Sommerkonferenz der Rektorenkonferenz klären können. Wie eingangs erwähnt, resultiert das 50-jährige Jubiläum dieser Hochschule aus dem aktuell letzten Abschnitt der Geschichte unserer Institution, denn unter Berücksichtigung der Vorläuferinstitutionen, aus denen die Hochschule hervorgegangen ist, könnten wir auf mehr als 200 Jahre zurückblicken, in denen ein der Universität angeschlossenes akademisches Musikinstitut zunächst überging in ein königliches Musikinstitut, welches dann zum Bayerischen Staatskonservatorium und dieses 1973 zur zweiten Bayerischen Musikhochschule wurde. Zu verdanken hatte unser Haus diese Beförderung zwei Faktoren, dem ausgezeichneten Ruf seiner künstlerischen Ausbildung sowie dem gewachsenen Bedarf an Musiklehrern für Gymnasien, deren fachspezifische Ausbildung in Bayern in Händen der Musikhochschulen liegt. In diesen 50 Jahren ist die Hochschule expandiert und hat sich auf mehreren Ebenen beeindruckend weiterentwickelt. Zu den künstlerischen Studiengängen für Orchesterinstrumente und historische Instrumente, Klavier und Gitarre, Kirchenmusik und Komposition sowie für Lehramt an Gymnasien kamen unter anderem hinzu künstlerisch-pädagogische Studiengänge, elementare Musikpädagogik, Musiktheorie, Jazz, Akkordeon, Kammermusik, Blasorchesterleitung, Liedgestaltung, Lehramt für Grund-, Mittel-, damals Haupt- und Realschulen und schließlich die sogenannte Fächerkombination für Gymnasien. Aus den künstlerischen Staatsprüfungen wurden Diplomprüfungen, mittlerweile schon wieder abgelöst durch Bachelor und Master, und die Hochschule erhielt das Promotionsrecht. Außerdem hat sich die Frühförderung etabliert, zunächst mal als sozusagen hausinterne Einrichtung betrieben von einigen Professoren mit großem Engagement, dann etikettiert als Pre-College und schließlich seit 2019 eben in Kooperation mit dem Matthias-Grünewald-Gymnasium zum Exzellenzzentrum für musikalische Hochbegabung avanciert, als einzige dieser Einrichtungen bisher in Bayern. Entsprechend wuchsen die Studierendenzahlen auf bis zu 700. Aus einem Gebäude, nämlich dem, in dem wir uns hier gerade befinden, wurden drei und werden in diesem Jahr vier. Ganz kurz zu den Gebäuden. 1997 kam mit der ehemaligen Zentralschule in der Biebrachstraße unter anderem ein komplettes Operntheater mit 248 Sitzplätzen und modernster Technik hinzu. Mit der Integration des Städtischen Konservatoriums verband sich nach Umbau und Erweiterung 2006 die Übernahme von dessen Gebäude, der ehemaligen Staatsbank gegenüber der Residenz. Und schließlich wird im Herbst des laufenden Jahres die derzeit im letzten Ausbaustadium befindliche Turnhalle des ehemaligen Mozart-Gymnasiums gewissermaßen an der Rückseite dieses Gebäudes an der Residenz angedockt
Ein weiterer Grund zum Feiern, zu dem ich jetzt schon herzlich einlade, das wird vermutlich um die Jahreswende zum Jahr 2024 stattfinden. Hier in aller Kürze mein herzlicher Dank an die Stadt Würzburg und an das Ministerium, die uns bei diesem Schritt massiv unterstützt haben. Die Zahl der Professoren und Professorinnen ist, wenn man die Köpfe zählt, auf weit über 50 angewachsen. In jüngster Vergangenheit durch zwei Stellen im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern ergänzt worden. Und sie wird noch im laufenden Jahr durch weitere fachlich ebenfalls spezifizierte Stellen im Rahmen des jetzt gerade in Arbeit befindlichen Fünfjahresvertrages mit dem Staatsministerium noch ein wenig anwachsen. Ein herzlicher Dank geht hier an das Ministerium für Wissenschaft und Kunst, in Personam an Herrn Dr. Jung, der uns zusammen mit dem Referat K7, wie die uns für uns zuständigen Kolleginnen dort etikettiert werden, unterstützt hat. Wir haben ja auch einen Landesverband für die Kunsthochschulen gegründet und gemeinsam ist man stark, also durch die Lobbyarbeit in diesem Verband sind wir da wirklich ein gutes Stück weitergekommen und haben eine sehr schöne Kommunikation mit dem Ministerium und man nimmt die Kunsthochschulen, glaube ich, kann ich sagen, in den letzten Jahren dadurch auch anders wahr und unterstützt uns. Also ganz herzlichen Dank dafür. Details zu all den Dingen werde ich dann voraussichtlich in der Studienjahreseröffnung am 25. Oktober weitergeben. Auch dazu kann ich jetzt schon herzlich einladen. Wie Sie sehen, gibt es in diesem Jahr eine Menge zu feiern. Für weitere Details zur Geschichte der Hochschule verweise ich jetzt auch aus Zeitgründen auf den Vortrag unseres geschätzten Kollegen Professor Dr. Christoph Henzel, zu dem ich Sie ganz herzlich für den morgigen Montag um 18 Uhr einladen kann in das Gebäude Biebrachstraße. Und an dieser Stelle werde ich nur noch kurz auf einiges Perspektivisches eingehen, um dann das Podium wieder zu räumen für die folgenden Programmpunkte. Kunst und im Besonderen Musikhochschulen befinden sich in einem Prozess der Veränderung. Schon immer haftete den Musikhochschulen etwas Janusköpfiges, im positiven Sinn Janusköpfig, an, da sie noch mehr als die anderen Kunsthochschultypen quantitativ bezüglich ihrer Schwerpunkte sowie der vorhandenen Professorenstellen und in Verbindung damit die erteilten Unterrichtsstunden vor allem auf die Tradition ausgerichtet waren. Eine lange Aufzählung, das klingt fast ein bisschen wie eine Entschuldigung, aber ist es natürlich nicht. Die Tradition ist weiterhin ganz im Zentrum der Ausbildung bei uns, denn wir bilden ja unter anderem Orchestermusiker aus. Die im Einzelunterricht, in den einschlägigen Ensembles und auf der Opernbühne zu erwerbende Fähigkeit, dieses Kulturgut in höchster Perfektion zum Klingen zu bringen, stand und steht im Zentrum der Ausbildung und sie beschert uns auch eine im Vergleich zu Universitäten wirklich große Menge internationaler Studierender, während sich Universitäten bemühen, international sich aufzustellen und Studierende von außen anzuziehen, gehört es bei uns fast schon zur Selbstverständlichkeit, also in den deutschen Musikhochschulen. Wir alle haben etwa 25-30% ausländische Studierende, die vor allen Dingen aus diesem Grund, weil wir eben die europäische Kunstmusik tradieren, zu uns kommen. Außerdem spielte und spielt deren Vermittlung über das Lehramt in den allgemeinbildenden Schulen eine große Rolle. Darüber hinaus existiert sozusagen die andere Seite des Januskopfes, lassen Sie es uns ruhig die Vorderseite nennen, die in Anführungszeichen Nische der kreativen Studienfächer und der innovativen Bereiche. Nische ist natürlich wiederum rein quantitativ gemeint. Hier geht es um die Herstellung neuer ästhetischer Objekte und Konzepte, die Weiterentwicklung damit verbundener Techniken und das Denken in musikalischen Formen, also um Komposition und wieder belebt in letzter Zeit auch in Improvisation, sowie die sich in Verbindung damit emanzipierende Gestaltung von Klang, das findet vor allem in der elektronischen Musik statt, aber auch in der mittlerweile schon historischen Musik konkret und eben auch heute wieder aktuell in Mischformen daraus. Ein Thema, das nun auch als ein Beispiel und Betätigungsfeld für die künstlerisch-wissenschaftliche Forschung in den Blick genommen wird. Die angesprochenen Veränderungen betreffen vor allem die Ausweitung der drei letztgenannten Bereiche:
Musikvermittlung auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft gewinnt nicht nur an Bedeutung, sondern wird fast schon überlebenswichtig für unser Fach und unsere Kultur. Künstlerisch-wissenschaftliche Forschung gewinnt bundesweit an Bedeutung und ist neuerdings auch im Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz verankert. Und schließlich der kreative Umgang mit Musik. Er spielt nicht nur im Sinne einer Spezialisierung und Hochkultur eine Rolle, sondern wird zunehmend Bestandteil auch zum Beispiel musikpädagogischer Ausbildung, beispielsweise auch bei neuen Konzepten für inklusive Musikpädagogik, wie sie bei uns gerade entstehen. Hinzu kommt die viele Bereiche der Gesellschaft betreffende digitale Transformation, geht auch in den Musikhochschulen nicht spurlos vorbei und erfasst neben administrativen auch vermittelnde und vor allem künstlerische Bereiche. Die Hochschule für Musik Würzburg hat diesbezüglich frühzeitig reagiert und zum Beispiel entsprechende Stellen eingerichtet und neue Studiengänge auf den Weg gebracht, beispielsweise elektronische Komposition. Exemplarisch erwähne ich unsere zwei Hightech-Professuren, die eine eben für elektronische Komposition, die andere für ein ganz aktuelles Forschungsprojekt zusammen mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt im Bereich Interpretations- und Kreativitätsforschung, das auch auf eventuelle Forschungsergebnisse in Richtung künstliche Intelligenz abzieht. Wir haben in unserer Hochschule zwei Digitalbeauftragte in der Lehre eingerichtet. Da sind wir momentan auch die einzige Kunsthochschule in Bayern, die das hat. Und wir bauen unsere Konzertorgel hier hinter über mir. Man sieht es gerade nicht, weil alles innen passiert. Wir bauen diese Konzertorgel zu einer sogenannten Hyperorgel um. Ein neuer Begriff, der, wie könnte es anders sein, aus USA kommt. Es gibt derzeit weltweit 6 solche Orgeln. Und dahinter verbirgt sich, dass man traditionelle Technik, traditionelle Klangkultur mit modernen technischen Errungenschaften wie OSC, also Open Sound Control, ein Interface der Firma Apple einbaut und dann die Möglichkeit hat, einerseits mit der Orgel zu forschen. Ich kann Input und Output betätigen über dieses Interface. Ich kann musikalische Interaktionen, wie zum Beispiel das Spiel mit 4 Keyboards an dieser Orgel oder auch Forschungsprojekte eben mit diesem Instrument ermöglichen. Wie bereits angemerkt, kann ich an dieser Stelle nur Perspektiven des Wandels ansprechen und verweise für eine ausführliche Darstellung zum Beispiel auf meinen Artikel in der Festschrift, die im Laufe des Jahres erscheinen wird, und auf die Studienjahreseröffnung, wo wir ein paar Dinge in dieser Richtung auch schon konkretisiert haben werden. Ich schließe mit 2 Anmerkungen. Erstens, wenn wir heute abwägen, wie Kunsthochschule, wie unsere Hochschule für Musik weiterentwickelt werden soll, lohnt sich abseits von Deputats- oder Planstellenberechnungen und flankierend zur Konzeption von Studiengängen ein kurzer Ausflug in die Philosophie vor dem Hintergrund der angesprochenen Janusköpfigkeit, der Tradition und Innovation bezüglich der Aufgaben und Relevanz von Musikhochschulen. Ausgehend von der These, dass Kunst heute eine Frage stellt, eine Aufgabe für das Denken stellt, postuliert der Philosoph Hans-Georg Gadamer in den 1970er Jahren, dass man beim Denken über diese Frage beides zusammen betrachten muss. Ich zitiere: die große Kunst der Tradition und die Kunst der Moderne, die auch ihre eigenen Kräfte und Impulse aus ihr, also der Tradition, gezogen hat. Kein Künstler von heute hätte ohne die Vertrautheit mit der Sprache der Tradition seine eigenen Kühnheiten überhaupt entwickeln können. Gadamer geht dann einen Schritt weiter und richtet den Blick, kommunikationstheoretisch gesprochen, auf den Empfänger, also auf das Publikum, und über die Rezeption von Musik hinaus auf das Leben oder, wie er es dann explizit formuliert, auf das Denken allgemein. Ich zitiere wieder: auch der Aufnehmende ist von der Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart ständig umgeben. Unser tägliches Leben ist ein beständiges Schreiten durch diese Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Zukunft. So gehen zu können, mit diesem Horizont, ist das Wesen dessen,
was wir Geist nennen. Jetzt kommt für mich der entscheidende Satz. Das Gedächtnis und die Erinnerung, welche die Tradition unserer Kunst in sich aufnimmt. Und die Kühnheit des neuen Experimentierens mit unerhörten formwidrigen Formen sind die gleiche Betätigung des Geistes. Ich denke, dass Gadamers Gedanken aus den 70er Jahren weiterhin gültig sind und dass es wert ist, sich gelegentlich aus dieser Kraft, Tiefe und Vielfalt dessen zu vergegenwärtigen, was wir denkend und klingend produzieren, beziehungsweise dessen Produktion wir hier vermitteln, nämlich der Musik. Indirekt knüpfe ich damit auch an ein Postulat vom Professor Dr. Wolfgang Osthoff an, der als Redner im Festakt am 15.12.1973 und damals Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität Würzburg die Erhebung zur Hochschule mit der Forderung verband, neben dem Bemühen um künstlerische Exzellenz auch der entsprechenden Nachdenklichkeit Raum zu geben. Zitiert waren obige Gedanken von Gadamer aus seiner Schrift Die Aktualität des Schönen, Kunst als Spiel, Symbol und Fest. Und ich schließe diese erste Anmerkung mit der Anregung, die Musik, respektive unsere Veranstaltungen der kommenden Woche unter diesem dreifachen Motto zu verstehen und zu begehen. Als Spiel, nach Gadamer, Selbstdarstellung des Lebendigseins und zweckfreies Tun nach eigenen Regeln. Als Symbol, hier bezieht sich Gadamer auf die Erfahrung des Schönen, und als Fest, das brauche ich nicht weiter auszuführen. Zweitens, ich hatte zwei Anmerkungen angekündigt. Zum Zweiten möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die zum Gelingen des heutigen Festakts und der nun folgenden Festwoche beigetragen haben und noch beitragen. An erster Stelle natürlich danke ich allen Musikerinnen und Musikern, Lehrenden wie Studierenden, die bereit sind, bei diesen Veranstaltungen mitzuwirken. Im Sommersemester steht ja immer eine hohe Belastung an, Prüfungen kommen. Wir haben dieses Jahr auch noch ein Konzert im Rahmen des Mozartfestes, was uns natürlich sehr freut, aber was natürlich auch weitere Arbeit für das Orchester beschert. Und es sind immerhin, ich habe es nochmal abgezählt, 15 Veranstaltungen von Sonntag bis Freitag im Konzert- bzw. Vortragsformat und am Samstag beim Tag der offenen Tür ebenfalls 15 kürzere Veranstaltungen. Also dafür ein riesiger Dank an die Musiker, auch wenn sie jetzt draußen sind, aber ich glaube, die hören mit. Mein zweiter Dank geht an die Sponsoren, die unsere Festwoche unterstützen. Einmal die Vogelstiftung, da darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Dr. Schunk, der heute anwesend ist, und die Sparkassenstiftung, heute vertreten durch das Vorstandsmitglied Herr Schönleber und durch Herrn Popp. Ganz herzlichen Dank. Und schließlich bedanke ich mich innerhalb des Hauses bei unseren Leitungsteam, für das natürlich auch viele Überstunden entstanden sind, inklusive unserer Mitarbeiterin im Vorzimmer, Frau Göpfert, und meine ehemalige direkte Mitarbeiterin, Frau Probst, die leider aus persönlichen Gründen nicht mehr bei uns ist, aber heute schon bei uns ist. Also ganz herzlichen Dank in diese Richtung. Dann danke ich allen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Veranstaltungsmanagement und in der Haustechnik und schließlich meiner Referentin Cordula Jesberger, die zusammen mit mir diese Festwoche konzipiert hat und bis zur letzten Minute mitorganisiert, und schließlich noch Viktoria Sommerer aus der Klasse Hummel, die sich vorhin vorgestellt hat und uns durchs Programm führen wird. Ganz herzlichen Dank.
Und jetzt direkt adressiert an Sie, an das Publikum, herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Ich darf Sie, wenn Sie es nicht schon getan haben, bitten, sich einen Flyer, ein Programmheft mitzunehmen mit einer Übersicht über die ganze Woche und natürlich herzlich einladen, zu vielen unserer Veranstaltungen zu kommen. Im Anschluss haben wir noch einen Umtrunk vorgesehen im Mehrzweckraum. Auch dazu jetzt schon ganz herzliche Einladung und Dank an die Jazz-Combo, die uns dann unterhalten wird. Und schließlich nochmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und nun übergebe ich das Podium an Oberbürgermeister Christian Schuchat. Ja, verehrte Festversammlung, es ist eine Freude, heute zu Ihnen hier sprechen zu dürfen. Sehr geschätzter Herr Professor Dr. Wünsch, verehrter Amtschef, Herr Dr. Jung, hohe Geistlichkeit in cumulo, die verehrten Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages, die Vertreter der kommunalen Ebene, an der Spitze Herr Bezirkstagspräsident Dotzel, mein Kollege im Landratsamt, heute Waldemar Brumm, und ich tue das auch gerne an Sie ein paar Worte richten, eben für die Stadt, auch meiner geschätzten Bürgermeisterkollegin Judith Jörg und den anwesenden Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates. Die Hochschule für Musik gehört zu den tragenden Säulen des Würzburger Kulturlebens. Deshalb ist es mir eine große Freude, zum 50-jährigen Jubiläum der Erhebung, ja, welch schönes Wort, es hört sich an wie Ritterschlag, was damit verbunden ist, ganz, ganz herzlich eben zu gratulieren für die Stadt Würzburg. Und das will ich nicht nur für die Stadt Würzburg tun, sondern auch für die gesamte kommunale Familie, denn es ist Usus, wenn ich in der Stadt spreche, tue ich das immer auch für den Landrat ein bisschen mit und im Landkreis spricht der Landrat für mich, lieber Waldemar. Und ich kann Ihnen nur gratulieren zu diesem Festprogramm. Es wäre völlig geeignet, integriert zu gehen, Frau Streinsig, für eine Woche im Mozartfest. Denn das, was Sie da auf die Beine gestellt haben, Sie ja nicht alleine, sondern eben mit Ihrem Leitungsteam, dem aktiven Lehrkörper, Beteiligung der Studierenden im Prüfungsstress und allen auch, die in der Verwaltung da sind. Und ich freue mich auch, dass so viele, die eine Verbindung zu dieser Hochschule haben, früher hier unterrichtet haben oder auch studiert haben, auch zu dem heutigen Abend gekommen sind. Ja, für die kommunale Ebene spreche ich und da möchte ich gerne Worte der Dankbarkeit, aber auch der Anerkennung finden. Wir sind ja hier, wenn wir den philosophischen Beitrag von eben auch noch einmal aufgreifen, auf der Empfängerebene. Gerade als Zuhörer, Beobachter, ja dessen im Grunde und Profiteur auch, kann man sagen, der als Kommune, als Standortkommune oder auch als in der Region gedacht, die hier diese tolle Institution, diese herausragende Institution in Würzburg wissen, die sich so um den Nachwuchs verdient macht. Aber lassen Sie es mich erst einmal einordnen. Kultur ist der Luxus, den jeder braucht, lautet das bekannte Bonmot von Bertolt Brecht. Es drückt aus, dass kulturelles Erleben ein elementares, menschliches Bedürfnis ist und entscheidend zu unserer Lebensqualität beiträgt. Die massiven Einschränkungen, denen wir uns in der Corona-Pandemie auch in diesem Bereich unterwerfen mussten, haben es das, denke ich, allen bewusster gemacht denn je. Ein Wort des vormaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, das Brechts Paradoxon nach gerade auflöst, bringt die Erfahrung, die wir in dieser Zeit gemacht haben, auf den Punkt. Ich zitiere: Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten und nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Und weil dem so ist, können wir uns glücklich schätzen, in einer Kulturstadt, Kulturregion, par excellence zu leben. Kultur ist Lebensqualität und damit ein wichtiger und ich will sagen auch ganz bewusst ein immer bedeutsamerer sogenannter weicher Standortfaktor. Denn die Attraktivität von Städten, Gemeinden
und Regionen im zunehmenden Wettbewerb um Menschen und auch Investitionen, um Arbeitsplätze und vermehrt um Arbeitskräfte, hängt eben wesentlich von der Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote ab. Und das kann ich Ihnen auch aus eigener persönlicher Überzeugung eben bestätigen. Und ich denke, hier in Würzburg tragen wir ein besonderes reiches Kulturerbe und ein reges Kulturleben, vielleicht noch mehr als in vielen anderen Städten, trägt es dazu bei, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Wohngemeinde, mit ihrer Region identifizieren und gerne hier leben. Dass unsere Regiopole Mainfrankens zu den besonders gefragten Destinationen, auch zum Beispiel des boomenden Städtetourismus in Deutschland gehört, verdankt sie ebenfalls nicht zuletzt ihrem internationalen Ruf als Hort der Kultur und Kunst. Und daran hat das musikalische Angebot einen großen Anteil. Würzburg ist eine Stadt der Musik. Oper, Operette, Musical und Ballett haben am Mainfrankentheater einen festen Platz und Jahr für Jahr finden an zahlreichen Orten Hunderte von Konzerten aus allen Bereichen der Tonkunst statt. Ensembles wie das Philharmonische Orchester, der Domchor, der Bachchor oder der Monteverdi-Chor haben ein herausragendes Niveau und dank Bachtagen, Mozartfest und Afrika-Festival hat der Name Würzburg weit über die Stadtgrenzen hinaus einen ausgezeichneten Klang. Und Würzburg ist wahrhaft eine Stadt der Musik und dazu leistet die Hochschule für Musik einen Beitrag, der nicht hoch genug geschätzt werden kann. So steht das etwas abstrakt in meinem Skript, aber ich will es etwas platter auch formulieren. Allein die Qualität, die die Absolventen und auch die Lehrenden ihrer Einrichtung in jeden Kirchenchor hineintragen, in jedes kleine freiwillige Ensemble, ist ausgesprochen beeindruckend. Ich habe einige Jahre früher mal im Ruhrgebiet gelebt. Ich spiele kein Instrument, ich höre aber wirklich gerne klassische Musik. Und wenn man dann so manchmal Ausdruck und Korrektheit dessen, was dann man so hört, da merkt man einen signifikanten Unterschied. Dieses hier ist an der Stelle tatsächlich etwas, was aus der Hochschule in die Stadtgesellschaft, in die ganze Region hinein wirkt. Und das hat eine große, große Tradition. Natürlich ist unsere Universität ein paar Jahrhunderte älter, aber eine Einrichtung, die wir in der Vorläufereinrichtung auf 1804 zurückblicken können, das an der Stelle ist wirklich ganz, ganz herausragend und hat über diese lange Zeit das kulturelle Leben Würzburgs geprägt und auch den Ruf als Kulturstadt in die Welt getragen. Angehörige der Hochschule bzw. ihre Vorgängereinrichtungen haben von Anfang an eben mit öffentlichen Auftritten auf hohem Niveau das hiesige Kulturangebot wesentlich bereichert. Und heute finden jährlich über 250 Veranstaltungen statt, wobei auch das außerordentlich breite Spektrum beeindruckt. Und zusätzlich profitieren die hiesigen Musikfreunde davon, dass die Konzerträume der Hochschule auch von anderen Veranstaltern gerne genutzt werden. Veranstaltungsreihen wie die Tage der alten und der neuen Musik finden überregional Beachtung. Diverse Hochschulensembles sind im In- und Ausland gefragte Botschafter der Hochschule und damit indirekt auch Würzburgs. Dozenten haben sich als Komponisten und Interpreten international einen Namen gemacht. Absolventen sind weltweit erfolgreich beruflich tätig. Die große Zahl ausländischer Studierender bestätigt das ausgezeichnete Renommee der hiesigen Ausbildung, denn bekanntlich urteilte schon Richard Wagner, die Würzburger Schule sei die beste, die er kenne. Ja, überaus fruchtbar war und ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Kultureinrichtungen in der Stadt. Auch war beispielsweise die erfolgreiche Integration, wie bereits angesprochen, des städtischen Hermann-Ziehwicher-Konservatoriums im Jahr 2001 mit der Übernahme der ehemaligen Staatsbank als drittem Standort und einer bedeutenden Erweiterung des Lehrangebots verbunden. Beispiele einer das musikalische Leben in unserer Stadt bereichernden Kooperation sind die Konzerte im Museum im Kulturspeicher und die Veranstaltungsreihe Junge Philharmonie spielt junge Musik.
Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit der Hochschule mit dem Main-Franken-Theater, die in 2019 sogar auf eine vertragliche Grundlage gestellt wurde. Ich gebe zu, hinter den Kulissen haben wir daran auch geschoben, außerdem, weil ich das einfach wichtig finde, dass diese Institution Mozartfest, Hochschule für Musik und eben unser Main-Franken-Theater, aber jetzt auch künftig Sing- und Musikschule, ja miteinander arbeiten. Herr Schönleber als neuer Vorstand auch in unserer Sparkasse. Wir haben eben extra Mittel auch aus unserer Sparkassenstiftung für die Stadt Würzburg bereitgestellt, auch im laufenden Jahr, anlässlich der Eröffnung der Einrichtung dann in der ehemaligen Mozartschule, hier Kooperationsprojekte auch finanziell aktuell auszustatten, dort einen Anfangsimpuls auch zu setzen. Denn den Praxisbezug des Studiums weiter zu stärken, das ist das, was heutzutage Ausbildungsstätten noch attraktiver macht und damit auch die Studierenden auf den harten Wettbewerb vorbereitet, der auf dem Stellenmarkt im Besonderen für Berufsmusiker und Dirigenten herrscht. Die Hochschule für Musik ist für unseren Wissenschafts- und Bildungsstandort wie auch für unser Musikleben eminent wichtig. Und sie ist, nebenbei bemerkt, auch ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor. Da liegt es im vitalen Interesse Würzburg, dass sie wächst und gedeiht. Und deshalb bin ich dem Freistaat, sehr geehrter Herr Dr. Jung, sehr dankbar, dass er regelmäßig viel Geld investiert, damit die Hochschule ihren Bildungs- und Kulturauftrag optimal erfüllen kann. Das pulsierende Leben in der ehemaligen Zentralschule in der Bibrastraße, die eben in den 90er Jahren angekauft und herausragend umgebaut wurde, zeigt exemplarisch, dass dieses Geld wirklich gut angelegt ist. Dass wir eben als Stadt im Rahmen der denkmalgerechten Sanierung und Umnutzung eines architektonisch wertvollen Gebäudes aus den 50er Jahren unserer Mozartschule heute erneut dazu beitragen können, die neuerlich drückende Raumnot, im Besonderen im Hinblick auf das Pre-College, zu beseitigen, das freut mich außerordentlich. Das von mir nicht ganz unmaßgeblich initiierte Konzept für eine kulturelle Nutzung des sogenannten Hufeisentraktes sieht bekanntlich vor, die staatliche Hochschule für Musik, die von Stadt und Landkreis gemeinsam getragene Sing- und Musikschule, das städtische Mozartfestbüro und einen ebenfalls städtischen Veranstaltungssaal für alle Nutzer aber und unter einem Dach zu vereinigen. Mit diesem kleinen Mozartinum bekommt die Musik in Würzburg eine neue zentrale Heimstatt. Von der Nachwuchsförderung, und das ist, finde ich, schön, wenn auch Studierende oder Lehrende ihrer Einrichtung auch bei uns, ja, wie sagt man, ein bisschen schauen können, wer ist davon besonders talentiert, dass es eine offene Einrichtung ist, auch in die andere Richtung herum, auch wenn sie Verstärkung sozusagen im Ensemble auch brauchen, um etwas abbilden zu können. Das, denke ich, ist etwas, was wahrlich Synergiepotenziale hebt. Und ich denke, es ist nicht nur ein schönes Geburtstagsgeschenk, dass die Hochschule ihre hochwertigen neuen Unterrichts- und Probenräume gerade eben Herbst, Winter des Jubiläumsjahres beziehen kann. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben gerade auch in unserer Schönleber, in unserer Sparkassen- und Kulturstiftung in der letzten Sitzung vor 2 Wochen beschlossen, auch noch eine weitere Konzertreihe jetzt ins Leben zu rufen im städtischen Rathaus, im Wenzelsaal, und zwar auch für alte Musik, dass dort mehrere Konzerte mal als kleine Reihe auch laufen, weil unser Wenzelsaal, 700 Jahre alter mittelalterlicher Ratssaal, bietet eine ausgezeichnete Akustik. Meine Damen und Herren, als Oberbürgermeister und auch als Musikliebhaber wünsche ich unserer Würzburger Musikhochschule für die nächsten 50 Jahre alles erdenklich Gute und den Lehrenden und Studierenden viel Erfolg und die Freude, von der schon Aristoteles sagte, dass sie im Wesen der Musik liegt. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an beide Referenten für die lieben Grußworte. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Höhepunkt dieser Veranstaltung, und zwar zur Festrede des 50. Geburtstags heute. Diese wird gehalten von keinem Geringeren als dem höchsten Beamten des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Ich darf herzlich willkommen heißen Amtschef Dr. Rolf-Dieter Jung.
So viel Vorschusslorbeeren, da wird ja mal ganz anders. Sehr geehrter Herr Präsident Wünsch, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuchert, sehr geehrte Abgeordnete des Bundestags, des Bayerischen Landtags, liebe Mitglieder des Stadtrats, Vertreter des Landkreises und des Bezirks, hohe Geistlichkeit, liebe Mitglieder der Hochschulleitung, liebe Lehrende, Mitarbeitende und vor allem auch liebe Studierende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich finde, 50 Jahre ist einerseits ein sehr einschneidendes Ereignis im Leben eines jeden, aber auch ein besonders schönes. Und ich glaube, die Hochschule für Musik in Würzburg ist hier ein ganz besonderer Glückspilz. Nicht jeder hat das Vergnügen, an einem richtig schönen Frühlingstag Geburtstag feiern zu können, wo man schon gut gestimmt hier reinkommt, weil endlich diese lange kalte und nasse Phase vorbei ist und der Sommer in fühl- und greifbare Nähe gerückt ist. Und dann hat ja die Hochschule zwei Probleme nicht, die jeder, der einen 50. Geburtstag und jeder, die einen 50. Geburtstag plant, normalerweise hat. Die beiden wichtigen Fragen, wo feiere ich und wer könnte für die musikalische Umrahmung und Begleitung zuständig sein, beides bringt die Hochschule naturgemäß von selber mit und das ist wunderschön. Und dieser 50. Geburtstag, der lässt sich natürlich auch noch ein Stück selbstbewusster, traditionsbewusster begehen, wenn man weiß, dass die Tradition, auf die man zurückblicken kann, in Wirklichkeit ja noch viel länger ist. Diese Jahreszahl, wir haben sie jetzt schon mehrfach gehört, deutet ja auf eine 200-jährige Geschichte hin. Und wenn ich die Zahlen richtig gelesen habe, die Institutionen, die im deutschsprachigen Raum als die ältesten Musikhochschulen gelten, die Hochschule in Leipzig und das Mozarteum in Salzburg, deren Gründerzeit geht auf die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. So, und da scheint Würzburg doch noch etwas mehr zu bieten zu haben. Also dieses heute ist schon ein ganz besonderes Datum. Und ich habe jetzt die große Freude, ganz herzlich alles, alles Gute sagen zu dürfen zu diesem wunderschönen Geburtstag. Ich verneige mich vor der Erfolgsgeschichte dieser Hochschule und sage ganz herzlich alles, alles Gute zum Geburtstag. Die Hochschule für Musik, ja, sie ist ein zentraler Bestandteil der außergewöhnlichen musikalischen Vielfalt dieser wunderschönen Stadt, Herr Oberbürgermeister. Es gibt ja Leute, die darüber philosophieren, ob die lange Musiktradition Würzburgs auch damit zusammenhängen könnte, dass Wein und Musik schon immer ein besonderes Erfolgsduo gebildet haben. Das passt jetzt nicht zu einem eher nüchternen Ereignis wie einem Festakt, aber beim anschließenden Empfang könnte man darüber vielleicht auch noch etwas vertiefter nachdenken. Ich weiß das nicht, ob es so ist, aber eins weiß ich sicher, die Vielfalt der Musik in Würzburg, sie ist einzigartig, sie rahmt das ganze Jahr ein, sie ist an Reich, an Highlights, der Herr Oberbürgermeister hat sie alle gerade aufgezählt. Aber nach Ihren Worten, Herr Oberbürgermeister, möchte ich dazu noch einen Gedanken hinzufügen. Ich glaube, es gibt wenige Musikhochschulen und Hochschulen insgesamt, die sich über einen so starken, so engagierten und so leidenschaftlichen Partner an der Spitze der Stadt freuen dürfen. Und das ist ein ganz besonderes Pfund, mit dem diese Hochschule wuchern kann. Auch dafür herzlichen Dank.
Die HFM, sie verbindet Qualität und Innovation und ist so zum Garanten für eine hervorragende Ausbildung geworden. Das heißt, wenn man an Richard Wagner denkt, dann war sie das schon ganz lange Zeit. Kein Wunder, dass ihre gut ausgebildeten Musikerinnen und Musiker auch weltweit begehrte Exportschlager sind. Das praxisorientierte Studienangebot bildet zusammen mit den wissenschaftlichen und musikvermittelten Fächern einen gelungenen Dreiklang, wir haben das gerade schon gehört, von der Frühförderung im Pre-College über die grundständigen Studiengänge bis hin zu den Master- und Meisterklassenstudiengängen. Das Studium an der HFM ist tatsächlich sowas wie ein Ausbildungskrescendo. Dabei ist das Angebot so vielfältig wie der Klang eines symphonischen Orchesters, Kirchenmusik, Jazz, Komposition, Musiktheorie und Musiktheater ergänzen das Repertoire des klassischen Gesangs- und Instrumentalstudiums. Die Reverenza von Hummel ist ja ganz offensichtlich sowas wie die inoffizielle Hymne der HFM. Und das völlig zu Recht, denn diese Hochschule steht nicht etwa statisch in einer langen Tradition, über die wir schon gesprochen haben. Im Gegenteil, sie schreibt diese Tradition fort und erneuert sie immer wieder auf ebenso innovative wie überzeugende Weise. Das ist auch notwendig, denn die Aufgaben heutiger Musikerinnen und Musiker sind doch deutlich vielfältiger und herausfordernder geworden. Die Zeiten von wochenlangen Proben für zwei Aufführungen sind lange vorbei. Heute heißt es mehr Aufführungen, weniger Proben. Und neben musikalischen Glanzstücken auf der Bühne wird von den Künstlerinnen und Künstlern erwartet, dass sie auch hervorragende Pädagogen sind. Denn wer, wenn nicht die Künstler, könnte die Begeisterung für die Musik an kommende Generationen weitergeben? Aber auch hier hat sich einiges verändert, insbesondere die Anforderungen und Erwartungen. Denn Education für Kleinkinder unterscheidet sich nun mal deutlich von Angeboten für Jugendliche, ebenso wie von Konzerteinführungen für junge Erwachsene. All das will gelernt sein. Das ist aber längst nicht alles. Auch im Bereich Digitalisierung werden Kompetenzen erwartet. Wir haben das eben gerade schon sehr eindrucksvoll vom Herrn Präsidenten gehört. Digitalisierung meint hier viel, viel mehr als die Präsenz auf diversen Social-Media-Plattformen. Die ist sowieso sozusagen zwingend erforderlich. Aber wie wir in der Corona-Zeit gemerkt haben, digitale Angebote sind unumgänglich und zentral heute. Sie sind zu einer ganz selbstverständlichen Ergänzung der analogen Darbietungen geworden. Die Digitalisierung, sie erlaubt völlig neue Formen der musikalischen Zusammenarbeit, der künstlerischen Ausdrucksweise und der Partizipation des Publikums. Die HFM hat mit ihrem absoluten Gehör am Puls der Zeit früh begonnen, ihre digitalen Angebote auf- und auszubauen und das im künstlerischen ebenso wie im pädagogischen Bereich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Festgäste, Musiker zu sein, Musikerin zu sein, ist sicherlich mindestens so sehr Berufung wie Beruf. Aber neben Talent, Leidenschaft und Idealismus ist und bleibt eine gute Ausbildung unumgänglich. Die HFM, die Hochschule für Musik in Würzburg, ist die ideale Partnerin für eine herausragende Ausbildung. Etwa 260 Lehrende aus aller Welt, darunter zahlreiche international bekannte Künstler, unterrichten derzeit rund 600 Studierende, die trotz dieser eindrucksvollen Zahlen immer noch überschaubare Größe der HFM erlaubt einen engen und persönlichen Austausch der Studierenden mit ihren Lehrkräften. In Würzburg liegt die Betonung des Wortes Hochschulfamilie wirklich auch Familie.
da auch das macht, neben dieser wunderbaren Stadt, Herr Oberbürgermeister, die HFM für Studierende besonders attraktiv. Sinnbildlich erscheint mir, dass beim heutigen Festakt Brahms auf Hummels trifft, Hochromantik auf Zwölftontechnik. Denn die HFM verbindet jeden Tag Tradition mit Innovation. 50 Jahre Hochschule für Musik Würzburg sind eine Erfolgsgeschichte, die, meine Damen und Herren, nur durch das Engagement aller Verantwortlichen möglich geworden sind. Sie, lieber Herr Präsident Wünsch, stellen diesen Erfolg in täglicher Arbeit sicher. Gemeinsam mit dem Team der Hochschulleitung, mit rund 50 Professorinnen und Professoren, den vielen Lehrbeauftragten, den hochengagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind jetzt 22 Jahre an der Hochschule. Und wenn wir mal mit dem Aufrunden etwas großzügig sind, ist das schon fast die Hälfte dieser heute zu ehrenden Lebenszeit. Von den 22 Jahren sind Sie jetzt schon 12 Jahre in der Hochschulleitung tätig, seit 2017 als Präsident. Und wie wir wissen, kommen da noch einige Jahre hinzu. Das ist sehr schön. Ich möchte im Namen des gesamten Staatsministeriums für dieses großartige Engagement ein ganz herzliches und tief empfundenes Wort des Dankes sagen. Dieser Dank fällt mir umso leichter, als in Bayern Kunst und Kultur nicht Kür sind, sondern Verfassungsauftrag. Zu Recht. Denn Kunst und Kultur geben uns Kraft und Zuversicht. Keine Rede bei einem vergleichbaren Anlass kommt ohne den Hinweis aus, dass wir jetzt schon seit 15 Jahren in einer Art von multiplen Dauerkrise leben und mitten in ganz weitreichenden gesellschaftlichen und technologischen Transformationen. In solchen Zeiten, meine Damen und Herren, braucht der Mensch Fixpunkte. Ich glaube fest daran, dass Kunst und Kultur Säulen sein können, die uns Halt geben. Sie fördern den gesellschaftlichen Diskurs. Sie regen zum Nachdenken an, sie inspirieren, öffnen und weiten den Blick und natürlich schenken sie uns auch Lebensfreude und emotionale Gemeinschaftserlebnisse. Für die Musik gilt das sehr unmittelbar. Mit ihrer emotionalen Wirkung verbindet sie uns auf ganz elementare Weise. Musik ist die eine Sprache, die wir Menschen alle verstehen können. So gehört es umgekehrt auch zur langen musikalischen Tradition, dass Musik auch immer ein Politikum gewesen ist. Vielfach sind deswegen Komponisten und Komponistinnen wie Arnold Schönberg, Dmitri Schostakowitsch, Rolf Biermann oder ganz aktuell afghanische Musikerinnen politisch verfolgt worden. Umso wichtiger ist es, dass wir alle gemeinsam die künstlerischen, gesellschaftlichen und politischen Freiräume bewahren und verteidigen. Und dabei spielen unsere bayerischen Kunsthochschulen, meine Damen und Herren, als kulturelle wie gesellschaftliche Impulsgeber eine ganz bedeutende Rolle. Denn an unseren Kunsthochschulen können unsere kreativen Köpfe ausprobieren, austesten und ausloten. Völlig zu Recht verweist die HFM in ihrem Leitbild auf das Prinzip von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium. Der Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium. In diesem Geist
bilden sie nicht nur exzellente Künstler aus, nein, sie bilden Persönlichkeiten aus, die sich aktiv an der kulturellen Gestaltung unseres Zusammenlebens beteiligen. Wer hier studiert, prägt morgen unseren Kulturstaat. Dass Kunst und Kultur zur bayerischen DNA gehören, ist nicht nur ein von tiefer Überzeugung getragenes Bekenntnis, es spiegelt sich auch in nackten Zahlen wider. Seit 2018 haben wir in Bayern die Mittel für Kunst und Kultur um 20% gesteigert und rechnet man auch noch die Baumaßnahmen dazu, haben wir uns in diesen 5 Jahren von 750 auf inzwischen rund 900 Millionen hinbewegt. Und auch die Mittel für die Kunsthochschulen hat der Freistaat in diesem Haushalt 2023 erheblich aufgestockt. Ganz besonders, lieber Herr Präsident, freut es mich, dass es gelungen ist, die Mittel des Strategiefonds für die Jahre 23 bis 27 zu vervierfachen. Wir waren bisher bei 1 Million, jetzt erhalten die 6 bayerischen Kunsthochschulen jährlich insgesamt 4,4 Millionen Euro. Hinzu kommt eine zusätzliche W3-Professur je Kunsthochschule. Ja, dieser Sprung war nötig, er war aber auch ein großer Schritt und ich bin froh, dass wir ihn geschafft haben. Zugleich ist es ein klares Bekenntnis zu unseren Kunsthochschulen und ich glaube, das Bekenntnis ist angekommen. Auch das freut mich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ebenso berühmte wie berüchtigte Musikkritiker Eduard Hansling hat schon nach der Uraufführung über das Abschlusswerk des heutigen Festakts von Johannes Brahms geschrieben: Die 2. Symphonie scheint wie die Sonne erwärmend auf Kenner und Laien. Wie wir in diesen Tagen merken, können wir etwas Sonne im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn alle sehr, sehr gut gebrauchen. Und die HFM steht auch nach 50 Jahren immer noch auf der Sonnenseite des Lebens. Man muss kein Biologe sein, um zu wissen, Sonne generiert Wachstum. Davon ist ja heute Nachmittag schon sehr viel die Rede gewesen. Auch die HFM wächst weiter. Im Herbst 2023 oder Winter wird sie ihr dringend erwartetes viertes Gebäude beziehen im ehemaligen Mozart-Gymnasium. Was könnte passender sein? Alle freuen sich schon auf diesen großen neuen Anlass. Sie können Ihr Ausbildungsangebot nochmals ausweiten, und zwar sehr gezielt ausweiten. Das ist sehr wichtig. Dass die HFM nicht nur eine exzellente Ausbildungsstätte ist, sondern auch ein erfolgreicher Kulturveranstalter, davon zeugt das fantastische Programm der bevorstehenden Festwoche. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, am liebsten würde ich jetzt nicht heute Abend in den Zug nach München steigen, sondern ich würde die ganze Woche am liebsten hier bleiben und jede einzelne Veranstaltung besuchen. Es ist aber leider so, dass wir morgen um 8.30 Uhr unsere erste Besprechung im Ministerium haben. Also das geht nicht. Umso mehr wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern in den nächsten Tagen viel Freude und einen großen musikalischen Kunstgenuss bei allen ihren Veranstaltungen. Staatsminister Markus Blume, der heute sehr gerne hier gesprochen hätte, aber leider kurzfristig einen anderen Termin wahrnehmen musste, lässt Sie alle ganz herzlich grüßen. Erst neulich sprach er davon, dass in Würzburg Weinberge, Weltkulturerbe und Wissenschaft warten. Also 4 Ws. Würzburg, Weinberge, Weltkulturerbe und Wissenschaft. Ich erlaube mir heute Nachmittag, diesen 4 Ws ein 5. hinzuzufügen, nämlich Weltklasse musikalische Ausbildung. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich der Hochschule für Musik Würzburg für das nächste halbe Jahrhundert alles, alles Gute und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank, Amtschef Dr. Jung. Es ist ein besonderes zu schätzendes Geschenk für die Hochschule, dass Sie heute hier sind. Um die Festrede abzurunden, darf ich jetzt ein weiteres Mal den Kammerchor der Hochschule Würzburg hier auf der Bühne willkommen heißen. Und zwar mit zwei komplett gegensätzlichen Werken. Zum einen das Gospel Spiritual von Moses Hogan, The Battle of Jericho. Und mit ganz anderem Charakter von Gustav Mahler, Urlicht. Arrangiert von einem Musiktheorie-Alumni, Daniel Grote. Viel Spaß. Thank you.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Kammerchor, für diese schönen Klänge. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums unserer Hochschule hat man sich etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar hat man erfolgreiche Alumni unterschiedlichster Generationen angefragt, ob sie nicht ein paar Grußworte via Videobotschaft an uns senden möchten. In welcher Art und Weise und in welchem Umfang, das hat man den jeweiligen Alumni völlig freigelassen. Die Hochschule hat selber nicht gewusst, auf was wir uns jetzt da freuen dürfen, beziehungsweise was da jetzt auf uns zukommt. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich möchte, dass Sie Ihren Blick auf diese Leinwand einmal bitte richten. Liebe Freunde der Hochschule für Musik in Würzburg, es ist einige Zeit her, da war ich Studierender im Fach Jazzpiano an dem Konservatorium, Hermann-Zilcher-Konservatorium, und habe dann erleben dürfen, wie das Konservatorium Teil der Hochschule wurde und insbesondere auch der Jazz dann eben hochschultauglich war. Damals, einige Zeit nachdem ich dort studiert habe, habe ich auch im Fach Musikwissenschaft dort promoviert und ich erinnere mich an einen Professor, der uns auf Google hinwies und der mich dann bat, eine E-Mail-Adresse einzurichten. Ich weiß auch, dass ich das damals fürchterlich unpraktisch fand und gar keine Lust dazu hatte. Was ist alles seitdem passiert? Ich habe gerade eben bei ChatGPT eingegeben, bitte schreibt mir eine Dankesrede für die Universität, an der ich studiert habe. Und ChatGPT hat eine super Antwort geliefert, die ich natürlich jetzt nicht verwende. Aber ich hätte lediglich statt Universität Hochschule für Musik sagen müssen und natürlich den Absatz mit der Mensa streichen, weil die HFM keine Mensa hat. Vieles ist passiert. Ich habe in meiner Zeit, wo ich studiert habe, vieles gelernt, was mir ein erlebnisreiches und sinnvolles Leben ermöglicht hat. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich glaube, egal welche Veränderungen noch auf uns zukommen, ein sinnvolles und erlebnisreiches Leben ist, glaube ich, alles, wonach wir uns richten können. Und ich glaube, Bildung und tolle Hochschulbildung, wie es sie in Würzburg gegeben hat, ist da sicherlich eine sehr hilfreiche Sache. Ich wünsche viel Spaß bei den Feierlichkeiten und herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ja, hallo, mein Name ist Peter Fulda und ich freue mich sehr, der Würzburger Musikhochschule zum 50-jährigen Bestehen gratulieren zu können. Ich denke mit viel Dankbarkeit und mit sehr schönen Gefühlen zurück an den Jazzzweig, bei dem ich einer der ersten Studenten sein durfte. Wie das bei Institutionen ja sehr, sehr oft ist, die stehen und fallen eigentlich mit den Leuten, die an ihnen unterrichten. Und ich hatte das große Glück, damals Chris Bayer als meinen Hauptlehrer zu haben, dem ich unglaublich viel zu verdanken habe und der einen ganz tollen Spirit verkörpert hat, einfach. Also es war nicht nur Chris Bayer, war auch Leszek Sadlo, Bill Elgard, Richard Robley und so, waren tolle Leute, fand ich, die wir damals hatten. Und da denke ich sehr gern zurück. Auch möchte ich mich beim Christoph Wünsch mal bedanken, der damals, glaube ich, sogar noch Lehrbeauftragter war oder so, ich unterrichtet habe, der immer aus dem Hintergrund ganz genau aufgepasst hat, was mit den Leuten los ist und sie dann heimlich gefördert hat. Da bin ich sehr dankbar dafür. Also, alles Gute an die Würzburger Musikhochschule. Happy Birthday, Musikhochschule Würzburg. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Musikhochschule Würzburg, das war eine schöne Überraschung, als ich diese Mail bekam mit der Bitte, euch ein paar Grußworte zu schicken. Denn immerhin ist das jetzt 48 Jahre her, dass ich dort bei euch das Studium aufgenommen habe. Aber ich mache das gerne, weil das war eine ganz tolle und sehr wichtige Zeit für mich. An erster Stelle steht natürlich der Unterricht und die Bekanntschaft, die Begegnung mit Konrad von der Goltz, diesem wunderbaren Geigenlehrer, diesem wunderbaren Menschen, der mir nicht nur das Geigespielen weiter beigebracht hat, sondern bei dem ich auch oft zu Hause
sein durfte mit Kirsti Hjort, seiner Frau und seinen Kindern, dort am Abendbrottisch mit sein durfte. Und die haben mir so über manches Monatsende hinweggeholfen. Dann weiter der Klavierunterricht bei Herrn Kamra, der Bratschenunterricht bei Toni Weigert, unvergesslich. Und dann auch die armen Theorielehrer, die mich zum Schüler nehmen mussten, obwohl ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Herr Tromke in Gehörbildung. Was ist das für ein Akkord? Und ich sagte, vielleicht C-Dur, Herr Tromke. Hängelbrock, G-Moll, das ist ein verminderter Sept-Akkord. Ein verminderter Sept? Hat der ein Problem, dieser Akkord? Ist der in irgendeiner Weise behindert? Hängelbrock, wollen Sie wirklich Musiker werden? Und so ging das in den ersten Jahren in manchen Fächern so. Unvergesslich, Herr Stamer, Formenlehre, wirklich ein unglaublich toller Musikwissenschaftler und Lehrer. Und erst 20, manchmal 30 Jahre später habe ich überhaupt begriffen, was ich da eigentlich gelernt hatte, indem ich das alles nochmal wieder wiederholt habe. Schlimm auch leider Musikpädagogik. Ich war eine Null, habe das gerade so geschafft, ich glaube mit einer 4 minus bei Frau Pfeiffer die Musikpädagogikprüfung abgelegt. Nichtsdestotrotz versuche ich immer wieder auch mein Glück im Unterrichten. Insgesamt war es eine tolle Zeit. Herrn Erlbeck nicht zu vergessen, den Hausmeister, der im Winter, wenn wir ihn versucht haben, mit Schneebällen einzuseifen, damit der Schneeschaufel nach uns schmiss. Tolle, ereignisreiche Zeit. Ich bin dankbar und glücklich, dass ich mein Musikstudium bei euch in Würzburg habe beginnen können. 4 Jahre dort tapfer und gut und sehr genussreich gelebt und gelernt. Ja, und ich wünsche euch ein schönes Fest heute und schicke herzliche Grüße. Die Musikhochschule Würzburg feiert Geburtstag. Ich grüße alle Festgäste und gratuliere sehr herzlich zu 50 Jahren. Ohne die Musikhochschule stünde ich heute nicht hier und besonders nicht ohne jene Persönlichkeiten, die damals mein Potenzial erkannt und mich ausgebildet haben. Darunter Professor Straube, Professor Weinberger und Professor Gardoni, um nur einige wenige zu nennen. Was ich von ihnen gelernt habe, gebe ich heute mit Freude weiter. In meiner täglichen Arbeit sehe ich, Musikhochschulen sind Orte, um gezielt Exzellenz zu fördern, aber auch um in die Breite zu wirken. Beides ist wichtig für unsere Gesellschaft und für eine gute musische Bildung. Hier geht es um Persönlichkeit, Emotionalität, Kreativität, um Menschlichkeit im Umgang und um Künstlertum zur Freude und Erbauung aller. Dazu sind Musikhochschulen als Bildungsstätten unverzichtbar. Mögen Sie auf Dauer bestehen. Ihnen alles Gute, herzliche Grüße, Ihr Matthias Beckert. Liebe Gäste des Festaktes, ich grüße Sie sehr herzlich aus Mainz anlässlich der nun beginnenden Festwoche der Hochschule für Musik in Würzburg. Mein Name ist Valerie Krupp und ich habe von 2002 bis 2009 Schulmusik in Würzburg studiert. Mein Studium hat mich bestens auf das vorbereitet, was ich heute tue, nämlich selbst als Professorin für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Mainz Studierende auf ihren zukünftigen Beruf als Musiklehrerin vorbereiten. Meine Zeit und mein Studium in Würzburg bleiben mir in vielerlei Hinsicht in sehr, sehr guter Erinnerung. Zu diesen Erinnerungen zählen viele schöne Konzerte, die wir als Studierende mitgestalten durften, SchülerInnen-Konzerte, die wir vorbereitet und durchgeführt haben, aber natürlich auch Dinge wie meine ersten eigenen Gehversuche im schulischen Musikunterricht unter der Fittiche von Gerhard Sammer oder meine ersten Gehversuche in der Wissenschaft unter der Fittiche von Andreas Lehmann. Natürlich erinnere ich mich aber auch sehr, sehr gerne an die vielen schönen Stunden und Erlebnisse, die ich mit meinen Kommilitonen und Kommilitonen in Würzburg teilen durfte. Dazu zählen selbst solche Dinge wie der Kaffee am Sonntagmorgen um 8 vor der Übzelle. Ich habe meine Zeit in Würzburg sehr genossen und bin der Hochschule für Musik zu großem Dank verpflichtet. Wünsche weiterhin alles Gute und nun eine wunderbare Festwoche.
Liebes Würzburger Publikum, liebe Studierende, liebes Kollegium, von 1993 bis zum Jahr 2000 habe ich an der HFM Würzburg studiert. Diese Jahre haben meinen musikalischen Lebensweg geprägt wie keine andere Zeit. Ich habe der Würzburger Hochschule so viele Inspirationsmomente und bleibende Eindrücke zu verdanken. Im Grunde zehre ich immer noch davon, was ich in Würzburg gelernt habe. Anfang Januar 2023 war ich das letzte Mal an der Würzburger Hochschule und war begeistert, meine alte Ausbildungsstätte wieder so vital und frisch zu erleben. Der 50. Geburtstag der Hochschule fällt mit zwei anderen runden Jubiläen zusammen, die ich in diesem Jahr feiere. Vor 25 Jahren habe ich an der Würzburger Musikhochschule meine jetzige Frau kennengelernt. Außerdem feiere auch ich meinen 50. Geburtstag in diesem Jahr, ebenfalls im Mai. Ein lustiger und schöner Zufall. Ich wünsche der HFM weiterhin alles Gute und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Glückwunsch zum Jubiläum, liebe Hochschule für Musik Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ich an dieser Institution studieren konnte und mittlerweile auch als Dozentin unterrichten darf und mein Wissen weitergeben darf und wünsche alles Gute für die Zukunft. Hier meldet sich Alexander Schimpf aus der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, wo ich seit 2016 eine Hauptfachklavierklasse leiten darf. Und wenn ich heute zurückdenke an die Musikhochschule in Würzburg, dann blicke ich auf einen Zeitraum von ganzen 15 Jahren, der natürlich für mich unglaublich prägend und wichtig gewesen ist, indem ich an der Hochschule studiert habe, später in meinem ersten Lehrauftrag unterrichtet habe, in der Stadt gelebt habe und als Musiker gearbeitet habe. Und es war eine sehr vielfältige Zeit, in der ich unglaublich wertvolle Erfahrungen sammeln durfte und dementsprechend groß ist natürlich auch meine Dankbarkeit an einem solchen Tag, insbesondere gegenüber denjenigen, die mich auch unterrichtet haben an der Hochschule. Ich möchte da nur eine Person namentlich nennen, und zwar meinen Hauptfachprofessor Bernd Glemser, dem ich natürlich unermesslich viel zu verdanken habe. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, hier in meiner Tätigkeit in Hannover jetzt heutzutage so ungefähr alles zu brauchen, was ich damals im Studium in Würzburg gelernt habe. Ich möchte meine sehr herzlichen Glückwünsche zu diesem großen Jubiläumstag gern unterstreichen mit ein paar mysteriösen Klängen des Komponisten Morton Feldman, die so ein bisschen eine zeitliche Freiheit und Offenheit haben und damit, denke ich, ganz gut passen zu dieser Rückschau auf 50 Jahre Vergangenheit und aber auch zugleich zu dem Vorausdenken in eine Zukunft. Alles Gute der Hochschule für Musik in Würzburg. Liebe Musikhochschule Würzburg, liebes Lehrerkollegium, ja, Stadt Würzburg, liebe Studenten, von Herzen eine Gratulation und ein wunderbares Fest zum Jubiläum wünsche ich Ihnen. Und ich bedanke mich für alles Wunderbare, was ich in Würzburg und an diesem Ort habe lernen dürfen und erfahren dürfen. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie glücklich sind, die Musik weitertragen, die große Aufgabe der Musik, wirklich Menschen, die Herzen und die Seelen zu berühren, zu heilen, zu fördern, zu inspirieren und Freude und Glück zu verbreiten und unsere Kultur weiter zu fördern und am Leben zu erhalten.
damit wir nicht vergessen, dass nämlich auch die Dinge, die gewesen sind, ganz, ganz wichtig sind, von denen wir lernen können und uns inspirieren lassen können. Alles, alles Gute, Ihre Diana Damrau. Ja, wer hätte das gedacht, wer sich da alles bei dieser Anfrage meldet und wie schön sich hier die Alumni zu Wort melden. Und was ich ganz toll finde und unbedingt hervorheben möchte, ist vor allem auch, wie sie einfach die Verbundenheit mit Würzburg da einfach zum Ausdruck bringen, wie sie an die schöne Zeit, ihre Studienzeit, die doch für manche bestimmt schon Jahrzehnte her ist, sie sich zurückerinnern. Und diese ganzen Alumni sind ja auch in alle vier Himmelsrichtungen verstreut mittlerweile. Und es ist toll, dass sie sich hier so zu Wort gemeldet haben. Schön, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Bevor wir jetzt das Sinfonieorchester der Hochschule noch einmal hören, möchte ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich zum anschließenden Empfang im Mehrzweckraum einladen. Im Sinne der Hochschulleitung. Und dazu darf ich auch noch hervorheben, dass zwei Jazz-Kombos diesen Empfang begleiten werden. Ich hoffe, wir sehen uns alle dort dann gleich wieder. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und möchte noch einmal Danke sagen an alle, die hier am Festakt mitgearbeitet haben. Natürlich auch Sie, liebes Publikum, die Sie hier uns mit Ihrem Besuch beehrt haben. An alle Musiker hier auf der Bühne, Musiker und Musikerinnen und auch an alle guten Geister, die hier schauen, dass der Festakt so reibungslos verlaufen konnte. Jetzt. An dieser Stelle auch noch ein kurzer Hinweis. Es ist ja heute der Auftakt für unsere Festwoche. Hier diesen Flyer darf ich einmal hochhalten. Hier stehen alle Veranstaltungen für unsere Jubiläumswoche drin, auch mit allen Programmen. Schauen Sie da gerne rein. Es gibt wahnsinnig viel. Das ganze Paket. Die Hochschule macht im Prinzip einen Rundumschlag durch alle Abteilungen, die wir hier zu bieten haben für Sie. Und nun wünsche ich Ihnen nochmal ein letztes Mal ganz viel Freude mit dem Sinfonieorchester der Hochschule für Musik Würzburg mit Johannes Brahms 2. Sinfonie, dem 4. Satz, wo es von Kritikern behauptet wird, dass es kein Halten dort mehr geben soll. Viel Spaß! Musik.